Ja, bei uns ist Max Schön, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, zu Ihrem Projekt Desertec. Sie haben darüber auch referiert. Kann man das in 5 Sätzen zusammenfassen, worum es da geht? Es geht um nicht weniger als darum, unsere heutige Energieproduktion zu 80-90% CO2-frei zu gestalten. Und dabei spielen die Wüsten eine besondere Rolle. Und der Begriff Desertec stammt aus der Kombination Desert Areas und Technology Areas, die jetzt zusammenarbeiten soll. Da besteht eine Riesenmöglichkeit, damit den Energiereichtum der Wüsten geschickt gekoppelt mit dem Technologie- und Kapitalreichtum anderer Regionen zu einem neuen Energiesystem zu führen, bei dem wir zwar hier in Deutschland zum Beispiel 65% unserer heimischen regenerativen Energiequellen nutzen, aber dann einen Anteil von 15% importieren, während andere Länder, die über eigene Wüsten verfügen, dann eben bis zu 80-90% ihrer Energie aus den Wüstengebieten holen. Sie als nicht nur Mitglied, sondern auch Präsident des Club of Rome hier in Deutschland sind ja Visionär. Wie ist denn Ihre Vision, die Sie formuliert haben? Für wie realistisch halten Sie denn eigentlich die Umsetzung? Haben Sie selbst Glauben daran? Also wenn wir uns angucken, was im Moment passiert, dann kann man natürlich verzagt sein und sagen, es ist alles viel zu langsam, alles viel zu träge, wir reden viel drüber, aber es passiert noch nicht. Wenn man aber ein bisschen tiefer reinguckt und sieht, was für intelligente neue Methoden gefunden werden oder auch Desertec ein schönes Beispiel. Vor 3 Jahren gab es den Begriff noch nicht einmal. Jetzt ist man konkret am Plan. Der König von Marokko hat bereits verkündet, dass bis 2020 4 Gigawatt Renewable Energy in Marokko installiert werden. In Tunesien sind 2 Gigawatt im Gespräch. Vor 5 Jahren war gar nichts im Gespräch. Das heißt, wenn es dann erstmal losgeht, kann es plötzlich doch sehr, sehr, sehr schnell gehen. Das ist auch die große Aufgabe, über die wir im Club of Rome nachdenken und über die auch beispielsweise die 2-Grad-Initiative nachdenken, nämlich Prozesse zu finden, Methoden zu finden, die einen hohen Multiplikatoreffekt haben. Es nützt nichts, wenn man sagt, ja, da haben wir jetzt mal beispielsweise etwas gezeigt, lässt sich aber leider nicht übertragen auf andere Anwendungsgebiete. Wir brauchen Beispiele, wo man sagen kann, ja, das hat dann auch einen Effekt auf meinen Vorlieferanten oder auf meinen Kunden und plötzlich dreht sich die gesamte Lieferkette um. Und Logistik spielt dabei natürlich ein ganz zentraler Punkt. Wenn die Logistiker das aktiv mitmachen, sind sie eigentlich diejenigen, die ja wissen, was kommt von wo und was geht wohin und wie könnten wir den Prozess zusammen mit den Akteuren anders gestalten. Geht das auch einher, letzte Frage, mit der Verantwortung der Gesellschaft? Sie haben, wurden zitiert am Anfang. Da haben Sie oder angeblich gesagt, dass Sie wütend werden, wenn Sie sehen, dass wirklich Menschen, die Verantwortung in der Gesellschaft haben und denen es gut geht, Unternehmer, den Nachmittag nutzen, um Golf zu spielen, anstatt wirklich sich an gesellschaftliche Probleme ranzumachen. Müssen da noch mehr Menschen in die Verantwortung gezogen werden? Also das Zitat war ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen. Es ging darum, dass ich wütend werde, wenn ich sehe, dass jemand, der ein hohes Wissen hat, zum Beispiel Unternehmer, das ging um meine eigene Klientel, der Unternehmer da, am Ende seines Arbeitslebens dann sagt, jetzt habe ich mit all dem nichts mehr zu tun. Das macht ja die Juniorchefin oder der Junior. Ich habe das Unternehmen in die nächste Generation weitergeben. Ich bin jetzt auf dem Golfplatz zu finden. Derjenige hat ja verdient, gerne einen Golfplatz zu gehen oder zu segeln, aber er soll doch gerne 2-3 Tage die Woche sein Wissen einfach der nächsten Generation weitergeben. In die Schulen gehen, in Trainingscamps gehen oder in die dritte Welt gehen und dort eine Initiative einfach befördern und sein Fachwissen weitergeben. Da muss man gar nicht so hart ackern, aber dass dieses Wissen eingesetzt wird. Und das betrifft natürlich jeden von uns. Da ist die gesamte Gesellschaft mit betroffen, dass man sich einfach sagt, wo kann ich als Einzelner jetzt irgendetwas drehen? Ein Unternehmer kann vielleicht ein bisschen mehr machen als der normale Durchschnittsbürger, aber jeder durch den Einkauf, welche Schuhe trage ich, wie bewege ich mich eigentlich zum Einkaufen, welche Produkte kaufe ich, achte ich auf Ökosiegel, ja, nein, esse ich viel Fleisch, ja, nein, wie lange dusche ich eigentlich, fliege ich in Urlaub oder mache ich es dann doch mal mit der Bahn. Das sind alles tagtägliche Entscheidungen, die in der Summe gigantisch sind.